Im ersten Video haben wir gesehen, dass es in Kolossae Probleme gab. Und diese waren in Verbindung mit jüdischer Gesetzlichkeit und griechischer Philosophie. Nun, und jetzt wird's interessant, denn der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, zückt die Feder und schreibt einen Brief. Und wie antwortest du in der Regel, wenn dich jemand in Bezug auf Philosophie, Gesetz und Engelanbetung löchert? Na, lass uns mal sehen, wie der Heilige Geist den Apostel Paulus hierin führt. Die Struktur des Briefes ist wieder sehr klassisch. Lehre, Praxis. Und wisst ihr, das ist auch gut so, weil es erstens einfach ist zu verstehen und zweitens, weil sie uns zeigt, wie unsere geistlichen Unterredungen oder Predigten aussehen sollten. Nicht wie moderne Predigten, die 80% über Trends sprechen und dann krampfhaft zur Bibel überleiten. Nein, erst die himmlischen Prinzipien aufzeigen und dann die Anwendung für die Erde machen. Die Himmel regieren halt die Erde und nicht andersrum. Okay, rein in den ersten Teil. Der Heilige Geist zeigt uns zuerst die gute Lehre und dann in einem zweiten Abschnitt die falschen Lehren. Was die gute Lehre angeht, so möchte der Apostel sofort klar machen, dass es hier nicht einfach um schöne Gedanken oder tote Regeln geht, sondern um eine Person. Christus Jesus, der verherrlichte Herr im Himmel. Er spricht von ihm in jedem seiner ersten vier Verse. Denn das Hauptproblem der Kolosser war, dass sie nicht mehr Christus, den Kopf des geistlichen Körpers, festhielten. Wow, das ging jetzt vielleicht gerade ein bisschen schnell. Also, nochmal langsam. Wenn du dich ein wenig damit beschäftigst, was Paulus offenbart worden war, dann wirst du sehen, dass es unter anderem eine Kopf-Körper-Beziehung geht zwischen Christus und seiner Gemeinde. Von dem Kopf gehen alle Regungen in dem Körper aus. So ist es ja auch in der Gruppe. Man spricht ja auch umgangssprachlich von dem Kopf der Bande. Und die Kolosser hatten das vergessen, wer hier das Sagen hat und über wen sie ständig nachdenken sollen. Also stellt er Christus in seiner maximalen Vorrangstellung auf allen Ebenen vor. Sei es in den Himmeln oder auf der Erde. Er ist die Nummer eins. Und danach erklärt Paulus kurz, dass er ein Verwalter eines großen Geheimnisses ist. Und dies auf zwei Ebenen. Einmal, was das Evangelium angeht und ein anderes Mal, was die Gemeinde betrifft. Aber was ist das Geheimnis? Christus in euch. Wer an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt und das in seinem Leben zeigt, bekommt neues Leben und bekommt eine neue Position vor Gott. Er ist in Christus und Christus ist in ihm, wie ein Eimer Wasser im Ozean ist. Der Eimer ist im Ozean und der Ozean ist im Eimer. Wow, denk mal 5 Sekunden darüber nach. Christus in euch, da bekommt man Herzklopfen. So, und gegen diese große Tatsache gehen jetzt irgendwelche komischen Theorien an. Diese stammen von Philosophen und natürlich auch wieder von unseren judaisierenden Bekannten, die dürfen ja niemals fehlen. Was die Philosophie angeht, so entgegnet Paulus mit Kolosser 2, Vers 8, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie, denn ihr seid vollendet in Christus. Im übertragenen Sinne heißt das, braucht jemand ein kaputtes Mofa, wenn er einen neuen Lamborghini fährt? Was die jüdische Frage angeht, spricht er wieder von der Rechtfertigung und der Heiligung. Wir hatten das ja auch schon im Galaterbrief. Das Argument ist folgendes: Der Schuldbrief, den wir durch das Gesetz hatten, wurde bezahlt durch den Tod des Herrn Jesus und die Heiligung findet nicht über das Verbessern des Körpers statt, also besser leben, sondern sterben. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch Satzung, als lebtet ihr noch in der Welt? Genau das ist der Punkt. Wir leben im geistlichen Sinne nicht mehr in der Welt, sondern sind im Geist schon in unserem neuen Zuhause, dem Himmel. Aber mal ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen abgehoben? Wie soll man denn ganz praktisch hier auf der Erde diese Beziehung zu dem Kopf im Himmel haben? Das sehen wir dann im nächsten Video. So, das war der erste Teil schon. Hat echt uns sehr, sehr viel Freude gemacht, dieses Video herzustellen. Von dem ganzen Team wollen wir euch Danke sagen für alle die, die uns unterstützen. Das heißt, dem Video ein Like zu geben, einen Kommentar zu machen. Wenn ihr noch nicht die Glocke geringt habt, ja, dann macht es jetzt. Einfach kurz auf neben dem Abonnier-Button einfach auf die Glocke noch drücken. Dann werdet ihr sofort benachrichtigt. Und es gibt auch ein Signal an YouTube, dass ihr das gerne habt, diesen Content. Und wir sagen einfach bis zum nächsten Video, bis zum zweiten Teil. Bis dann. Ciao.